Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Juli für euch und irgendwie ist das im Juli ein bisschen eskaliert, möchte ich mal sagen, und es sind einige Bücher bei mir eingezogen und ja, darum soll es heute gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Zwei kleine Sachen kurz vorweg, als allererstes, ich habe die Brille auf, weil ich habe gerade eben schon andere Videos noch gedreht, die nächste Woche kommen, da kommen ein paar und jetzt ging es nicht mehr ohne Brille, deswegen jetzt mit Brille, auch wenn es ein bisschen spiegelt, es tut mir leid, es geht nicht mehr ohne. Und ja, das zweite, was ich noch hatte, ist, mich hatten einige von euch gefragt, ob alles gut gelaufen ist bei unserer Hochzeit, ob alles geklappt hat, ob alles toll war oder ob es irgendwelche Katastrophen gab. Und es gab keine Katastrophen, es hat alles super geklappt. Es war eine Kleinigkeit, dass unser Musikstick auf dem Standesamt nicht ging und wir unsere Lieder nicht hören konnten, aber das war überhaupt nichts Dramatisches und Schlimmes und ja, also es hat alles wunderbar geklappt. Es war ein wirklich wunderschöner Tag. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß und unsere Freunde haben sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, das für uns wirklich zum schönsten Tag des Lebens zu machen und ach ja, es war einfach alles ganz, ganz toll und perfekt und super und mehr wollte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, aber einige von euch mich gefragt hatten, ob alles geklappt hat. Ja, hat es und es gab keine Katastrophen und ja, es war einfach ein ganz, ganz toller Tag. Falls ich nochmal ein extra Video zum Thema Hochzeit machen soll, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich euch gerne nochmal ein kleines Video zum Thema Hochzeit machen. Vielleicht zeige ich euch auch dann nochmal, falls ihr es sehen wollt, ein, zwei kleine Szenen aus dem Tag, weil Sina und Annika waren ja da, die haben auch ein bisschen gefilmt und ja, also falls euch das interessiert, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann gucke ich mal, was sich da machen lässt. Wenn nicht, dann nicht, dann lassen wir das Thema an dieser Stelle jetzt auch. Ich habe euch das ganze Jahr damit zugekaut und jetzt ist es durch und erledigt. Jetzt gibt es Neuzugänge und ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Büchern an, wo ihr nächste Woche auch die Videos bekommt. Ihr bekommt am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ein Video und zwar jeweils eine Buchvorstellung zu einem Buch, was ich gelesen habe. Und zwar ist das zum einen Diamonds to Love 4, Verhängnisvolle Nähe von Leila Hagen. Dieses Buch habe ich auch wieder netterweise vom Verlag bekommen. Das ist diesen Monat bei mir eingezogen und wie gesagt, ich habe es bereits gelesen und wie mir das Buch gefallen hat, das erzähle ich euch dann nächste Woche. Aber ich kann nur sagen, oh, es ist Diamonds to Love. Hallo, ich liebe diese Reihe und ja, mehr dazu dann nächste Woche im Video. Dann ist noch bei mir eingezogen One Dream von Lauren Blakely. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und ja, dieses Buch habe ich auch bereits gelesen, das Video kommt dazu dann auch nächste Woche und ja, wie mir dieses Buch gefallen hat, das erfahrt ihr dann auch und als Hinweis schon mal, es ist ein recht kleines, feines, dünnes Büchlein von 220 Seiten und ja, mehr möchte ich dazu im Moment auch nicht sagen, wie gesagt, das Video kommt dann nächste Woche. Und last but not least, das dritte Buch, was ich euch nächste Woche nochmal näher zeigen werde, ist Twisted Love von L.J. Sheen, der zweite Teil der Sinners of Saint Reihe. Auch dieses Buch habe ich netterweise vom Verlag bekommen. Und auch dieses Buch werde ich euch nächste Woche dann näher vorstellen und zeigen, wie es mir gefallen hat. Ich kann vorab nur schon mal sagen, dass mir alle drei Bücher wirklich gut gefallen haben. Und ja, mehr dann dazu in den Videos. Dann im Juli bei mir eingezogen ist Redwood Law von Kelly Moran. Dieses Buch erscheint erst im September, weswegen ich euch nichts zu diesem Buch sagen darf. Ich habe es inzwischen auch schon gelesen. Video kommt dann am 14. September online und da erfahrt ihr dann mehr zu diesem schicken, feinen, kleinen Büchlein. Dann im Juli bei mir eingezogen ist Superior, das Dunkellicht der Gaben und Superior, im Windschatten der Lüge. Diese Bücher habe ich beide von der Autorin bekommen, netterweise. Und vielen, vielen Dank nochmal an Annemarie, falls du gerade zuguckst. Ich habe mich wirklich sehr über die Bücher gefreut. Den ersten Teil von Superior habe ich inzwischen gelesen, den zweiten noch nicht. Den werde ich dann aber auch ganz, ganz bald lesen, dass ich euch diese zwei Bücher auch vorstellen kann. Superior ist im Endeffekt dystopisch mit New Adult gemischt. Und ich kann nur sagen, dass mir die Mischung bisher gut gefallen hat und ich auf den zweiten Teil sehr gespannt bin. Und ja, wenn ich den zweiten dann gelesen habe, dann stelle ich euch die Bücher genauer vor und ja, mehr kann ich dazu im Moment auch leider nicht sagen. Dann ist im Juli noch bei mir eingezogen Queen and Blood von Amy Harmon. Das ist der zweite Teil zu Bird und Sword oder Sword oder whatever. Und ja, dieses Buch lese ich auch aktuell gerade. Ich bin noch nicht sehr weit. Ich bin da noch relativ am Anfang auf Seite 63 und ich freue mich aber schon, dieses Buch jetzt weiterzulesen und auch dieses Buch werde ich euch dann ganz, ganz bald vorstellen. Ich fand ja letztes Jahr Bird und Sword ganz, ganz toll und es war eine richtig coole High-Fantasy-Geschichte und in diesem Buch jetzt im zweiten Teil Queen and Blood geht es um Kiel und Kiel kennen wir schon aus dem ersten Teil. Kiel ist der Bastard-Halbbruder des Königs Tiras und ja, Kiel bekommt jetzt quasi seine eigene Geschichte und man hat jetzt hier in diesem Buch auch schon seinen Gegenpart quasi kennengelernt, Sascha, und
Ich mag die Geschichte bisher. Ich kann euch ja mal vorlesen, was hinten drauf steht, worum es in diesem Buch geht. Kiel von Jero kannte seinen Platz. Soldat, Krieger der Krone, Bastardbruder des Königs. Und war damit zufrieden. Doch seitdem er seine Gabe als Heiler erkannt hat, ist die einfache Ordnung seiner Welt aus den Fugen geraten. Als er eine junge Frau sterbend in der Wildnis findet, rettet er ihr mit Hilfe seiner Kräfte das Leben. Die geheimnisvolle Sascha, die nichts über ihre Vergangenheit weiß, hält sein Herz vom ersten Moment an in ihren Händen. Ganz gleich, wie sehr er sich dagegen wehrt. Doch als Saschas wahre Identität ans Licht kommt, droht ihre Liebe an der Wirklichkeit zu zerbrechen. Und ich finde, das klingt einfach ganz, ganz toll. Und wie gesagt, man hat Sascha jetzt schon kennengelernt und man hat Kiel schon wieder gesehen in der Geschichte. Und ich bin so gespannt, was da alles noch da dahinter steckt. Und ja, werde euch dann natürlich auch berichten, wie mir das Ganze gefallen hat. Ich mag es bisher sehr auf jeden Fall. Dann ist noch bei mir eingezogen im Juli Wie die Erde um die Sonne von Brittany C. Cherry. Der vierte und letzte Teil der Romance Elements Reihe. Und ich liebe ja diese Reihe und ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich kann euch auch mal hier vorlesen, was hinten drauf steht. Es ist nicht wirklich viel. Graham und ich waren nicht füreinander bestimmt. Und doch hatten wir zusammen unsere höchsten Höhen erreicht und waren zusammen in die tiefsten Tiefen hinabgestürzt. Seine Luft war zu meinem Atem geworden, sein Boden war meine Erde. Die Flammen seines Herzens waren mein Feuer und seine Tränen mein Wasser. Sein Geist wurde zu meiner Seele. Und dennoch ist nun der Moment gekommen, an dem wir Abschied nehmen müssen. Und ich finde, das klingt einfach so gut. Und ich habe mit Absicht nicht hier drinnen den Klappentext gelesen, weil ich mich gerne überraschen lassen möchte von dem Buch. Und ich weiß, dass es Sina inzwischen schon gelesen hat. Und ich glaube, Sina hat es wirklich gut gefallen, wenn ich mich recht entsinne, was sie mir dazu gesagt hat. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf Wie die Erde um die Sonne. Und ich werde dieses Buch auf jeden Fall ganz, ganz bald mitlesen. Denn zum einen möchte ich die Reihe beenden, zum anderen ist es von Brittany C. Cherry. Und ich liebe Brittany C. Cherry. Die schreibt einfach die besten Bücher, die Frau. Aber es ist einfach so. Dann ist noch bei mir eingezogen im Juli Idol, Gib mir die Welt von Kristen Callihan. Das ist der erste Teil der VIP-Reihe und ich liebe die Bücher von Kristen Callihan. Ich habe ja die Game On-Reihe von ihr gelesen und auch die The Darkest London-Reihe. Und beide Reihen liebe ich wirklich sehr und ich freue mich schon so auf Idol. Und ich finde, das klingt einfach so gut, was hinten drauf steht. Und das klingt einfach so vielversprechend und ich freue mich da einfach schon sehr drauf. Ich kann euch auch mal hier vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Ruhig, unaufgeregt, zurückgezogen. So würde Lily Bell ihr Leben beschreiben. Doch das ändert sich, als sie eines Morgens einen fremden Typ in ihrem Vorgarten findet. Killian ist sexy und charmant und ihr neuer Nachbar. Obwohl Lily sich nach dem Tod ihrer Eltern geschworen hat, niemanden mehr an sich heranzulassen, berührt Killian ihr Herz auf eine ganz besondere Weise. Was Lily nicht weiß, sie ist drauf und dran, sich in niemand anderes als Killian James zu verlieben. Leadsänger und Gitarrist der erfolgreichsten Rockband der Welt. Und ich finde, das klingt nach einem ganz, ganz tollen Ansatz in der Geschichte und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich freue mich da schon sehr drauf, das dann bald mit zu lesen und ja, ich werde euch natürlich auch hier berichten, wie mir die Bücher gefallen haben, denn ihr wisst, der Lux Verlag ist mein Tod. Liebe die Bücher aus dem Lux Verlag. Kommen wir als nächstes zu einem Buch, was ihr schon kennt. Und zwar ist Anfang Juli schon bei mir eingezogen. Der zweite Teil der Ivy Years, Was wir verbergen von Sarina Bowen. Mir hat dieses Buch ja wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den zweiten Teil ja besser wie den ersten. Und ich mochte ihn sehr. Und ach ja, ich liebe, liebe, liebe dieses Buch. Und wenn ihr wissen wollt, was mir genau gefallen hat an dem Buch, dann schaut einfach im Video vorbei. Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr gerne nur Adult College Geschichten lest, dann schaut es euch an. Ich fand es wirklich großartig und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. So, damit sind wir fast durch mit den Neuzugängen. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Büchern, die ihr noch in keinem Video gesehen habt. Die anderen Bücher müsstet ihr vorher in den Videos schon mal irgendwo gesehen haben. Aber die, die jetzt kommen, definitiv noch nicht. Und zwar ist zum einen noch bei mir eingezogen Caraval. Es ist ein Spiel von Stephanie Garber, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Und ja, dieses Buch hat mich schon sehr, sehr lange sehr interessiert und ich habe es bei uns als Mängelexemplar gefunden und da musste ich es einfach mitnehmen und ich werde euch mal vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Scarlett lebt in der Obhut ihres gewalttätigen Vaters auf einer abgeschiedenen Insel. Sie sehnt sich danach, die Heimat zu verlassen und an dem legendären Spiel Caraval teilzunehmen. Oder Caraval, ihr wisst, ich bin Aussprache, es ist nicht so mein Ding. So, wo waren wir denn? Bei dem legendären Spiel Caraval teilzunehmen, das die magische Erfüllung von Wünschen, Abenteuer und Freiheit verspricht. Als Scarlett vor ihrem Vater flieht und Caraval zum ersten Mal betritt, fühlt sie sich am Ziel ihrer Träume. Doch etwas Dunkles und Geheimnisvolles umgibt das verzauberte Spiel. Ist Caraval wirklich das, was Scarlett sich erhofft? Plötzlich befindet sie sich inmitten einer Welt, in der es um Leben und Tod geht.
Und ich finde, das klingt einfach so gut. Ihr wisst, ich liebe so Geschichten, die so ein bisschen Science-Fiction-mäßig angehaucht sind. Und das klingt sehr stark da danach. Und ja, ich bin sehr gespannt auf Caraval. Und wenn ich es gelesen habe, werde ich euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Damit wären wir jetzt bei den letzten Büchern, die im Juli bei mir eingezogen sind. Und diese Bücher gehören alle zu einer Reihe. Und ja, diese Bücher habe ich alle geschenkt bekommen von meiner Arbeitskollegin, der lieben Katrin. Vielen, vielen Dank, Katrin, an dieser Stelle, falls du das hier gerade siehst. Ich finde es immer noch lustig, dass Katrin meine Videos guckt. ja, also vielen, vielen Dank, Katrin, an dieser Stelle für die Bücher. Du weißt ja jetzt, um welche Bücher es geht. Ihr wisst es aber noch nicht. Ja, ich habe ein paar Bücher von Katrin bekommen. Und zwar ist das die komplette Paper-Reihe von Erin Ward. Ich wollte diese Bücher schon lange mal mitlesen. Und habe sie mir aber immer nicht gekauft, weil die Meinungen zu der Reihe ja sehr gespalten sind. Und Katrin hat halt gesagt, sie liest die Bücher eh nicht nochmal. Sie waren ganz nett, aber ich glaube, so mega gut gefallen haben sie ihr jetzt nicht. Aber sie wollte halt wissen, wie die Geschichte weitergeht und ausgeht. Und deswegen hat sie sich halt alle Teile gekauft. Und ja, ich habe dann kurz mit ihr geschwatzt und habe gefragt, ob ich die haben darf. Und sie hat gesagt, ja. Und hat sie mir mitgebracht. Und ja, jetzt habe ich halt Paper Princess. Paper Prince. Paper Palace, Paper Party, Buch, Paper Passion und Paper Paradise habe ich jetzt alle zu Hause. Ich hoffe, sie waren jetzt auch in der richtigen Reihenfolge. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Und ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass Katrin mir die Bücher vermacht hat und dass ich die Reihe jetzt lesen kann. Ich muss mal gucken, wie ich die Reihe irgendwie mit unterkriege. Ich habe ja auch noch zwei andere Bücher von Katrin ausgeborgt, die ich unbedingt mal mitlesen muss. Die Ethan Cross Bücher. Denn Katrin möchte ihre Bücher ja bestimmt auch mal wieder haben. Entschuldigung. Mir darf man keine Bücher ausleihen. Bei mir dauert es immer Jahre, ehe man die zurückkriegt, weil ich durch Rezensionsexemplare immer relativ viel anderes zu lesen habe. Aber egal. Ja, ich werde mich bemühen, Katrin ihre Bücher sehr schnell wiederzugeben. Und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich die Paper-Reihe jetzt hier komplett und vollständig zu Hause habe. Und es ist ein ordentlicher Stapel an Büchern, sage ich mal. Es sind insgesamt 6 Stück. Und ja, ich freue mich da auf jeden Fall sehr. Vielen, vielen Dank, Katrin, an dieser Stelle nochmal. Und ja, das war es auch mit meinen Neuzugängen. Es war ein bisschen was, was im Juli bei mir eingezogen ist. Ich hoffe, dass es im August nicht ganz so viel wird, denn September, Oktober wird es dann bestimmt wieder ein bisschen mehr, weil es ist Buchmesse und ihr wisst, wie das ist mit so kurz vor nach der Buchmesse. Das ist für uns Büchermenschen immer ganz gefährlich. Und ja, aber ich freue mich auf jeden Fall über jedes neue Buch, was hier einziehen wird. Und es werden auf jeden Fall noch einige Rezi-Exemplare im September hier einziehen. Im August durften es jetzt nicht mehr ganz so viele sein. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu sagen. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wie gesagt, wir sehen uns am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ja schon wieder mit meinen Buchvorstellungen zu den Büchern. Und ja, mehr gibt es jetzt auch nicht zu sagen. Und ja, das war es jetzt dann auch wirklich von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.